touch me at sea, or... You definitely took time, bro. You can freaking assist ever. Especially over the fire in the kitchen. Is that where you find us? I don't know if that's from the stories. Ich weiß nicht, ob das von den Geschichten kommt. Aber wenn ich durch die Räume laufe, spüre ich definitiv etwas. Here, you just feel that impression. And then he wrote on it, da stand auch was. Don't look. So hard to imagine that. Es ist unfassbar. Er stand am Herd und hat den Kopf seiner Freundin geschmort, während andere ihrer Körperteile in der Backröhre steckten. Ich kann nicht begreifen, was hier passiert ist. Is it just dust? Riecht's hier verbrannt? Finde ich auch. Yeah, it smells like something. Ja, es riecht wirklich verbrannt. Eigenartig. This place is so weird right now. Du fühlst was? Findest du was? Oh, I'm nauseous. Mir ist übel. Mit einem Mal. Hit me. Was ist? Was ist das? Echt traurig. Yeah. Was ist das? So was hasse ich. Before that, this place has been here. Das Haus ist von ungefähr 1830. Es ist fast 200 Jahre alt. Eine lange Zeit, in der einiges passiert ist. Viele Mieter wussten nicht von dem Mord, aber sie fühlten eine Präsenz. Wir wissen, dass schlimme Ereignisse wie Trigger wirken. Merkt ihr das? Ist das Fenster offen? Alles zu. Wieso fragst du? Ich habe einen kalten Luftzug gespürt. Deshalb dachte ich, das Fenster sei offen. Es ist zu. And I was standing back here. Außerdem stand ich hier. Das hätte ich gefühlt. Fuck you, was war das? Fuck, was war das? Wir waren ziemlich lange auf den Beinen. Der Morgen nahte und Spannung lag in der Luft, als ich auf einmal Schritte gehört habe. Hallo? Man fühlt, dass sich etwas zusammenbraut. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemandem irgendwo etwas passiert.